Zentrale. Karl, bitte melden. Na? Hallo. Zentrale ruft Waren 1. Karl, bist du's? Ja, wer denn sonst? Was ist dann? Ach, Gott sei Dank, jetzt bist du da. Der Empfang ist so dumpf. Sag mal, kannst du nicht ein bisschen lauter sprechen? Roger, hörst du mich jetzt? Ja, besser. I read you, heißt das. Wie oft soll ich das noch sagen? Do you read me? Yes. Das lernen die nie. Also, was ist? Also, der Klöpfel hat angerufen, wo du bleibst. Du hättest das fest versprochen. Ende. Sag dem Klöpfel, er kann mich immer. Ende. Aber er sagt, sein ganzer Weinkeller steht unter Wasser. Ende. Wasser? Das kann nicht sein. Meine Leitung ist in Ordnung. Das Wasser muss aus den Weihfässern laufen. Der Kerl will ja nur seine Panscherei mir in die Schuhe schieben. Ende. Aber Karl, ich bitte dich, wann einer zuhört. Der Hascher an der Wand hört seine eigene Schand. Sagt dem Kleppel, ich gehe am Freitag. Montag ist besser. Es kann auch Dienstag werden. Aber ganz bestimmt dann am Mittwoch. Wenn nichts dazwischen kommt, natürlich. Aber dann spätestens am Donnerstag oder am Freitag. Ende. Ja, auch was ich noch sagen wollte, Karl. Die Zentrale ist ab sofort nicht besetzt. Ich muss in die Waschküche. Ende. Roger heißt es. Roger! Die lernt es nie. Firma Schlagner, gnädige Frau hat angerufen. Ja, kommen Sie. Bitte warten Sie hier, ich rufe die Frau Doktor. Ja, gern, aber nicht zu lang. Ich habe noch was anderes zu tun, gell? Das muss ja zigtausende gekostet haben, den alten Schuppen zu renovieren. Ein Vermögen. Aber ich sag's ja, die Zahnärzte, die haben's. Die sieht aus wie meine Mutter. Ich hab nur geguckt. Die Gemälde sind echt. Und der Stuhl übrigens auch. Ja. Ich nehme an, Sie sind der Installateur. So ist es, Frau Doktor. Schlankner. Tropft der Hahn, ruft Schlankner an. Wo tropft's denn bei Ihnen? In der Küche. Also kommen Sie. Ist da Kilometergeld bei Ihnen? Erna, Sie können in der Zwischenzeit einkaufen. Der Zettel liegt beim Telefon. Jawohl, gnädige Frau. Und lassen Sie sich vom Hesselbach nicht wieder beschummeln. Ich habe das Tartar nachgewogen. Es waren 472 Gramm. Jawohl, Frau Doktor. Ja, ja, der Hesselbach.
Der hat gern den Daumen mit auf der Wache, gell? Aber sein Speck ist gut. Schäfett, wie sich's gehört. Ich muss doch sehr bitten, Herr Breitner. Verzeihung, Schlankner. Auch wenn's schwerfällt. Wissen Sie, ich hab heute so gut wie noch nichts gegessen. Meine Frau machte Diät. Ihre Frau? Genau. 1200 Kalorien am Tag. Davon kann doch kein Mensch leben. Nicht wahr? Zum Beispiel dieses winzige Stückchen Speck hat gut und gern 50 Kalorien. Zwei Stückchen aber 100. 4 Kilo hat sie schon abgenommen. Allerdings, und da muss ich Sie jetzt mal echt fragen, Frau Doktor, als Frau sozusagen, geht das Ihnen genauso? Also meine Frau, die nimmt immer nur da ab, wo sie nicht will. Also nicht um die Hüfte oder am Bobbes, sondern oben. Und im Gesicht. Die hat schon ganz hohle Backe. Wie erklären Sie sich das, Frau Doktor? Das hat was mit Metabolismus zu tun. Bitte was? Metabolismus. Ach so, ja. Aber ich bin kein Arzt, nur mein Mann. Und der ist Zahnarzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Also wollen Sie jetzt endlich anfangen? Hier, sehen Sie, das geht schon seit Wochen so. Mein Mann hat versucht, das zu reparieren, aber... Offensichtlich ohne Erfolg. Ja, ja, so ein tropfender Hahn, das ist eben eine Wissenschaft, die nicht jeden nicht. Dann wollen wir mal. Legen Sie mal den Lappen drunter. Bitte? Ja, den Lappen. Wird's bald. Das ewige Getreppel macht er mir ganz verrückt. Das tut gut. Schön ruhig haben Sie es hier. Was Sie nicht sagen. Also wollen Sie jetzt? Ich muss noch zur Massage. Kein Problem. Das wäre nicht der erste Wasserhahn, der mir das Trippler abgewehnt hätte. Haben Sie es dann schon mal mit Zudrehen probiert? Was? Ja, ja, Sie werden lachen. Aber in der Mehrzahl der Fälle genügt ein festes Drehen der Verschlusskappe nach rechts. Probieren Sie es mal. Fester. Nix. Probieren Sie mal den Warmwasserzulauf. Fester. Es tropft immer noch. Sag ich doch. Manchmal klappt's. Man will ja der Kundschaft unnötige Kosten ersparen, nicht wahr? Naja. Dann wollen wir uns das Problem mal näher angucken. Pro Minute. Ich sehe schwarz. Wie? Was ist? Herr Doktor, das wäre eine Gräsersache. Warum? Mein Mann hat gesagt, da muss man nur die Dichtung auswechseln. Eine Sache von Minuten. So, so. Nur die Dichtung auswechseln. Dass ich nicht lache. Gucken Sie sich die Sache noch mal an. Bei 2-3 Tropfen pro Minute vielleicht. Aber doch nicht bei so einem Fall. Dichtung. Aber sehen Sie, so ist es. Dichtung und Wahrheit. Die Wahrheit ist, und das können Sie mir glauben, dass da eine neue Armatur hingehört. Also wenn wir es schon machen, dann machen wir es gleich richtig, gell? Also schön. Was kostet eine neue Armatur? Das weiß ich doch nicht aus dem Kopf. Aber lieber ein paar Mark mehr als das Geld zum Fenster rausgeschmissen, nicht wahr? Alla. Stellen Sie mal den Haupthahn ab. Haupthahn? Ah ja, unterm Spülbecken. Wir wollen doch keine Überschwemmung, oder? Ach, das machen doch wohl besser Sie. Ich? Ja, gute Frau. Wie soll ich denn das machen? In das enge Dirsche komme ich doch gar nicht neu. Oder sehe ich so aus? Also, theoretisch müsste da unten sein. Gucken Sie mal nach. Was? Ah ja. Hier. Nehmen Sie das Kissen, sonst kriegen Sie spitze Knie. Was? Da. Sehen Sie? Ja, da ist sowas. Ja. Und den drehen Sie jetzt mal ganz nach rechts, bis es nicht mehr weitergeht. Ja, gut, so. Das Tropfen hat aufgehört. Muss ich jetzt schon mal da unten sehen,
Da können Sie auch die Muffel losschrauben. Die was? Die Muffel. Also, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Die Muffel, das sind die Ring, die wo die Armatur von Una an die Spülschüssel festzürnen. Da, nehmen Sie mal den. Stellen Sie sich mal nicht so an. Das macht bei uns ein Lehrling in der ersten Woche. Haben Sie es? Ja, schon, aber... Nach links drehe. Also ein bisschen fester müssen Sie schon tricken. Die rostet nämlich gern an. Ja, gut so. Es wackelt schon. Jetzt noch die anderen Muff. Direkt daneben. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Jetzt müsste ich die Armatur einfach rausziehen lassen. Probieren Sie es mal. Probieren Sie es doch selber. Ja, ich weiß, wie es geht. Was glauben Sie, wie viele Armaturen ich schon montiert habe in meinem Leben? Außerdem ist es 9. Na und? 9 Uhr. Da liegt unser eins meiner Glaubhäuschen ein, nicht wahr? Ich bin schon seit 6 auf der Baue. Da drehe sich die feine Herrschaft der Grad noch mal auf die andere Seite, nicht wahr? So schön wie Sie möchte ich es auch mal haben. Ich glaube nicht, dass Sie sich überarbeiten. Sie gefallen mir. Sie liegen doch den ganzen Tag in der Sonne, braun wie Sie sind. Was geht Sie das an? Nix. Aber man wird doch immer fordern. Marokko? Malediven. Nee, gehört. Also, wir waren auf Teneriffa. Ich sag Ihnen, das wäre nichts für mich. Als Installateur wird man da glatt pleite gehen. Wir waren in Playa del Sol, 3. Stock. Also ich sag Ihnen, der Druck auf den Wasserleitungen, der war so mickrig. Da hat man sich direkt gefreut, wenn da überhaupt ein Tropfen aus der Dusche rausgekommen ist. Und auf den Malediven, da wird es nicht anders da gewesen sein, oder? Allerdings. Hm. Aber wollen Sie jetzt nicht endlich weitermachen? Ich muss noch zur Massage. Ich weiß, ich weiß. Na schön. Dann gucken Sie mal. Jetzt suchen Sie sich mal eine neue Armatur aus. Die da gibt's nämlich schon lange nicht mehr. Also. Ich weiß nicht. Die da vielleicht? Die passt nicht. Die da? Die auch nicht. Wie wär's mit der? Vollchrom mit Mischbatterie. Also nein, ich hätte lieber was Modernes. Die da. Dann also in 6 Wochen. Wie? Die Armatur hat 6 Wochen Lieferzeit. Aber das macht gar nichts. Ich komme gern wieder. Aber Sie wollen doch nicht sagen, dass ich 6 Wochen ohne Wasser bin. Also nein. Ja, sowieso. Ich schleppe doch nicht jed beliebig Mischbatterie mit mir rum. Ne? Also das geht auf gar keinen Fall. Ich lasse Sie hier nicht gehen, bis Sie diesen Hahn repariert haben, Herr Breitner. Schlank, ne? Wie schmal. Nicht breit. Ja, das ist leichter gesagt als getan, gell? Aber vielleicht... Ja? Warte mal, ich will mal überlegen. Haben Sie vielleicht zufällig Bierchen im Haus? Ein Bier? Ja, Sie haben richtig gehört. Ach so, ja. Ich glaube, ich habe da im Waren noch Armatur. Fast wie neu. Die hat bei Lehmanns Haus gemutzt. Sie kennen Lehmanns, der Notar. Der nicht so schüttelt, das spritzt. Man dankt. Das tut gut. Wo war ich denn stehen geblieben? Man dankt. Ach ja, man dankt. Also, die Armatur ist so gut wie neu, nicht wahr? Nur das Mischventil ist ein bisschen verkalkt. Aber mit Essig oder Zitrone müsste man das eigentlich wieder hinkriegen. Wissen Sie was? Ich hole sie mal. Sie können ja inzwischen die alte Armatur ausbauen. Ich bin gleich wieder da. So. Haben Sie ein Glück! Ich habe sie gefunden. Und wie gesagt, fast wie neu. Haben Sie mal ein bisschen Essig? Ein altes Hausmittel, unbillig. Aber die Leute holen hier immer was Neues, gell? Ja, so ein Wasserhahn, der hat früher 100 Jahre gehalten. So, und jetzt 10 Minuten ziehen lassen und dann ist das Zeug weg. So lange kann ich nicht warten.
Also, so helfen Sie mir doch. Ja, was haben Sie denn jetzt? Ja, gut Ding will Weile haben, nicht wahr? Na, anders darum. Sonst kommt ja das heiße Wasser aus dem Kaltwasser. So, jawohl. Und jetzt die Muffe. Ich steht ja gern, aber Sie wissen ja, das enge Dirsche. Aber Sie wissen doch, wie es geht. Genauso wie vorhin, nur umgekehrt. Also, jetzt da müssen wir, oder? Also, ich finde das eine Unverschämtheit. Ja, also, was haben Sie denn, gute Frau? Eine Unverschämtheit. Man soll dem Ochsen dir dadurch nicht das Maul verbinden. Ja, gell? So einfach ist es gar nicht. Dichtung auswechseln, nicht? Nur ein paar Minuten und so weiter. Warte mal, hier. Nimm es den. Ja, aber ein bisschen fester, ne? Sonst wackelt's, nicht wahr? Jawohl. Jetzt wollen wir mal sehen. So. Ja. Naja. Dann Wasser, Marsch. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Na, wer sagt's dann? Wasser aus allen Rohren. Na, das muss ich nur noch ein bisschen einspielen, gell? Aber lieber zu fest als zu locker, nicht wahr? So. Haben wir noch was? Wo ich schon noch mal da bin? Nein, das reicht mir. Bitte gehen Sie, schicken Sie die Rechnung. Ja, aber liebe Frau, davon halte ich gar nichts. Ne? Rechnung will ich immer nur rum. Ich bin für klare Verhältnisse. Wissen Sie was? Ich schreibe es jetzt mal schnell auf und Sie bezahlen. Dann sind wir auseinander. Es ist mir auch egal. Bloß weg, weg, weg. Ich bin gleich weg. Nur keine Angst. Also, dann hätte man erst einmal die Anfahrt eine halbe Stunde und die Abfahrt eine halbe Stunde. Macht zusammen eine Stunde plus Kilometer, das sind, jawohl, dann die Montage. Wie spät haben wir es dann? Was? Schon? Also, wie die Zeit vergeht? Ich will doch gerade erst kommen. Und also dann eine Stunde und eine angebrochene Stunde. Das sind, jawohl, dann die Ersatzteile, eine Mischbatterie, gebraucht, fast wie neu. Sagen wir, 80 Mark, ja? Neu kostet die 160. Ja, das wär's ja dann eigentlich, ne? Ja. Dann wollen wir mal zusammenzählen. Das sind 8, 17, 22, 2 im Sinn, 3, 12, 18, 24. Da rammt, da rammt, da rammt, tam, tam. Mit 210 Mark und 22 Pfennig sind wir gewaschen und gekämmt. 210 Mark? Wofür? Ich hab doch alles selbst gemacht. Schon, aber gewusst wo, gell? Halt, Sie haben ja recht. Die Rechnung stimmt nicht. Die Mehrwertsteuer. Aber wenn Sie keine Rechnung brauchen, dann können wir sie unter den Tisch fallen lassen. Sag mal 200 und Schwamm drüber. Ja, 200 Mark. Aber gehen Sie um Gottes Willen oder ich weiß nicht, was ich tue. Ja, was habe ich dann? Umsonst ist der Tod. Und der kostet die Beerdigung. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Das heißt lieber nicht. Das den ich nicht so laut sagen. Das kommt schneller, als man denkt. Was glauben Sie, was ich da schon alles erlebt habe? Oh, da könnte ich Romane erzählen. Aber trotzdem, meine Empfehlung an den Herrn Gemahl, gnädige Frau. Thank you.
Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Ist er da? Herr Paul, was ist da? Ein Telegramm? Ach, Blödsinn. Meinst du, der Teddy so rennen? Also, ist er da oder nicht? Ja. Und nein. Er hat Sitzung. Da kannst du jetzt nicht nein. Aber was gibt's denn? Sitzung? Jetzt, am Mittag? Ja, was denkst denn du? Glaubst du, wir sitzen nur zum Spaß da? Gib her jetzt, ich werde mich drum kümmern. Ich weiß nicht, das ist was Privates. Was? Der Brief? Jetzt stell dich nicht so an, Paul. Ich mach dem Bürgermeister immer die Post, alles. Das ist was Prekäres, ich weiß nicht. Woher willst denn du das wissen, dass das prekär ist, hm? Hast du den Brief gelesen? Du, pass bloß auf, gell? Das ist üble Nachrede, das ist Beamteleid. Gib her jetzt, Paul. Ja, aber das ist ja gar nicht an den Bürgermeister. Das nicht, aber guck doch mal auf den Absender. Den hat er selber geschrieben, von vor mindestens 30 Jahren. Heiliger Strohsack. Ja, und wieso? Wo kommt der jetzt her? Ja, das weißt du nicht glauben. Wie mir den Sortierschrank rausreißen, weil da die neue Sortiermaschine hin soll, da liegt der Brief unten am Boden. Der muss da hin runtergerutscht sein. Keiner hat was gemerkt. Sag. Und wer ist diese Elisabeth Bögel? Die Elsbeth. Ja, die heißt ja schon lange nicht mehr Bögel. Die hat geheiratet. Aber das kannst du ja nicht wissen. Das ist die jetzige Frau Gerold. Vom Dr. Gerold? Genau, aber der ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Heiliger Strohsack. Ah ja, und jetzt? Ja, also ich muss wieder rüber. Du fragst den Bürgermeister, ob der Brief noch zugestellt werden soll oder nicht. Und dann gibst du mir Bescheid, gell? 30 Jahre. Das ist der absolute Rekord für eine verspätete Zustellung in ganz Hessen. Also, du erledigst das, gell? Ja, gleich, nach der Sitzung. Adieu, Paul. Adieu. Dass ich bei Nacht weinend liege, deren Wesen mich müde macht wie eine Fliege. Deren Wesen mich müde macht wie eine Wiege. Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht, meinetwillen. Wie wenn wir diese Pracht ohne zu stillen in uns ertrügen. Sieh dir die Liebenden an, wenn erst das Bekennen begann. Wie bald sie lügen. Ach, in den Armen hab ich sie alle verloren. Du, nur du wirst immer wieder geboren. Weil ich niemals dich anhielt, halte ich dich fest. Bitte, Elisabeth, sag ja. Ich liebe dich. Auf immer und ewig. Dein Eberhard. Eberhard? Seit wann sind wir denn per Du? Herr Bürgermeister. Ja, kann man dann hier nicht mal in Ruhe nachdenken? 1 Uhr. Was gibt's da so enorm Wichtiges, dass Sie jetzt schon kommen müssen? Ich.
Ist der Pfarrer von der Kanzel gefallen? Nein, aber ich hab gedacht. Sie habe gedacht, ja. Das wäre das erste Mal. Also ich lasse mir ja alles gefallen. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Dann schmeiße ich den Brief halt in den Papierkorb. Brief? Seit wann kommt bei uns die Post um eins? Na, hilf es mir doch mal. Sie werde auch machen. Kennen Sie eine Elsbeth? Elsbeth? Na. Ja, Elisabeth Bögel. Was wissen Sie dann schon wieder? Nix, nix. Aber den Brief, den hatte Paul gerade rübergebracht. Sie habe ihn beim Renovieren hinter dem Sortierregal gefunden. 30 Jahre hat er da gelegen, hat er gesagt. Herr Bürgermeister, oh Gott, Eberhard, was haben Sie dann? Was ist dann? Ein Cognac. Ach ja, sofort. Wenn ich gewusst hätte, dass sie das so tankiert, da hätte ich ihn doch wegschmeißen sollen. Geht's besser? Herr Bürgermeister, ei, um Himmels Willen, hören Sie doch auf. Ei, was ist dann? Sie hat nie gekriegt. Sie hat's nicht gewusst. Ich werd verrückt. Sie hat's nicht gewusst. All die Jahre, all die Jahre. Und ich hab gedacht, sie hat's nicht wissen wollen. Sie Ärmste, sie habe das Mädel geliebt und dann hat sie den Doktor geheiratet. Und sie, auch sie Ärmste, sie sind ihr treu geblieben und haben nie geheiratet. So viel Liebe. Na. Das ist ja der reinste Roman. Jetzt reißen sie sich mal zusammen und überhaupt... Wann hier Anna heulet, darf doch dann bestimmt nicht sie. Wieso? Ich hab auch ein Herz. Ich bin auch eine Frau, oder? Einmal so geliebt werde im Leben. Für immer und ewig. Auf immer und ewig? Was soll denn das heißen? Ja, so sagt man doch, oder? Mit 17 vielleicht. Mit 50 steckt man in Ketzerabstand. Also, ich bin jetzt für eine Stunde fort. Wenn der Schäfer-Schorsch kommt und ich bin noch nicht wieder zurück, dann soll er auf mich warten. Und Sie wischen sich jetzt mal die Farbe aus dem Gesicht, gell? Was? Wohin gehst du dann? Ja, wohin wohl? Die Post austauchen. Wann man im Kaff denn alles selber macht, dann bleibt's doch nie. Heiliger Strohsack, Sie bringen hier den Brief selber. Ah ja, und dann? Was ist, wenn... Machen Sie sich dort drüber mal keine Sorge. Sie werden's als Erster erfahren. Sie alt Schnüffelnase. Überraschung. Und Blumen. Danke. Ja, komm rein. Komm rein.
Magst du vielleicht einen Kaffee? Ach, nur keine Umstände. Du, der ist fertig. Meine Freundin wollte heute eigentlich kommen, aber die hat gerade abgesagt. Eigentlich bin ich ja nur gekommen, weil... Weil? Komm, setzen wir uns doch in den Garten. Ja, wie soll ich denn sagen? Eigentlich hätte ich vor 30 Jahren kommen sollen. Aber... Aber? Da habe ich mich nicht getraut. Nicht getraut? Was hätte denn passieren können? Na ja. Den Kopf hätte ich dir sicher nicht abgerissen. Im Gegenteil. Ja, woher hätte ich denn das wissen sollen? Du hast ja auch nichts gesagt. Gott sei Dank, der ist noch warm. Setz dich doch. Dankeschön. Bitte? Danke. Für mich? Noch eine Überraschung. Von dir? 30 Jahre hat er in der Post gelegen. An die Elisabeth Bögel. Ja, willst du nicht lesen? Was drin steht, stimmt immer noch. Eberhard, warum hast du denn nie etwas gesagt? Ja, gell? Statt Gedichte abzuschreiben, die noch nicht einmal ankommen. Ach, das ist nicht von dir? Sehe ich so aus? Das ist von Rilke. Aber der letzte Satz, das ist original Eberhard Gessmann. Bitte, Elisabeth, sag ja. Und? Hättest du ja gesagt? Nein. Siehste. Ich hab dich immer sehr gern gehabt, Eberhard. Und es hätte mich auch sicher gefreut, dass ein Mann wie du mir einen Antrag macht, aber... Ja? Aber geliebt habe ich immer den Hermann. Der liegt ja nun auch schon bald 4 Jahre unter der Erde. Ja, ich weiß. Aber bei den Wahlen, da habe ich dich immer gewählt. Magst nicht vielleicht doch noch Kaffee? Danke, nein, ich muss wieder ins Amt. Du, das steht hier so passend. 30 Jahre hat man nichts von dir gehört, außer mal was aus der Zeitung. Und jetzt willst du gleich wieder fort. Nein, das ist besser so. Sonst komme ich noch auf dumme Gedanken. So? Ja. Aber wenn ich ehrlich bin... Es ist doch besser so, alles. Vielleicht hättest du doch ja gesagt und wir wären heute verheiratet und es wäre vielleicht nicht gut gegangen. Woher willst du denn das wissen? Ach, ich bin ein eingefleischter Junggesell, glaube ich. Und so eine, die mir gefällt, die hätte ich sowieso nie gekriegt. Quod demonstrandum erat, was zu beweisen wäre. Aber warum hast du den Brief nicht einfach verbrannt? Ja, erstens wäre es postalisch eine strafbare Handlung. Und dann hat mich doch gejuckt zu wissen, was du sagst. Aber... Aber? Vor allem hätte ich eine Bitte. Ja? Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Aber Eberhard... Ob du mir vielleicht den Umschlag geben kannst? Den Brief kannst du behalten. Den Umschlag? Ja. Ja, warum denn? Welche der Brief mag.
Die 53er Orange Adenauer Fehlfarb, die mir gerade noch fehlen. Und auch noch umgestempelt. Einer im Haus. Oh, dann guck halt noch. Oh. Ich? Du hast vielleicht Nerven. Du hast noch gehört. Dann geh ja. Ich spüre das ganz genau. Da ist eine. Also ich hör nichts. Und außerdem hätte doch die Alarmanlage anspringen müssen, oder? Ach, die habe ich doch ausgestellt. Als am Abend die Frau Fistler gekommen ist. Ja, dann. Ja, das riech dich mal ab. Das weißt du und das weiß ich, dass die Alarmanlage nicht geht. Aber die Eibrecher wissen das nicht. Meinst du? Wenn da jetzt alle reinkommen, die da ausgerechnet heute, wo die Alarmanlage nicht eingeschaltet ist, dann fress ich einen Besen mit dem Stiel. Guten Appetit. Mein Herr, mein Herr. Oh nein, nicht schon wieder. Hab ich es nicht gesagt? Ruhe und die Hände hoch. Das ist ein Überfall. Was ich jetzt sage, da wäre ich von alleine drauf gekommen. Sei still, Fetzer, kann sie dich an. Also den Fetzer möchte ich überhört haben, gell? Oh, Erwin, bleib ruhig. Los! 2 Uhr, dass ihr Strom immer mitten in der Nacht kommen müsst. Also, das ist eine völlig blödsinnige neue Mode. Früher haben sich die Bankräuber der Haare an die Schalterstunde gehalten. 9 bis 12, 1 bis 4. Das ist doch lange. Halt die Klappe, Dicker. Ja, ist ja schon gut. Sie sind jetzt schon der Dritte in dem Jahr. Wenn das so weitergeht, dann schlafe ich in der Sparkasse auf dem Sofa. Mal hinschlafen, mal ein. Kann ich eine Runde machen? Ich tue ihn nach nix. Da. Verdei alt. Fesseln Sie ans Bett. Guck mal da, Erwin. Das sind ja echte Handschellen. Das ist ja wie im Kino. Also, das finde ich mal was anderes. Ihr Vorgänger, der letzte, der hat uns die ganze Gardine schnell runtergerissen, gell, Erwin? Auf, jetzt leg dich hin, sonst stehen wir mal im Friedhof da. So, die anderen haben da neu. Ja. Aua! Nichts, aua. Auf geht's. Halt. Knebele. Nein, nicht Knebele! Muss das sein? Wenn man vorher nicht schwitzen kann, dann ist sie nur ein halber Mensch. Ist ja gut. Genüchte Pflaster über den Mund? Oder bevorzuge sie Masch mit dem Sacktuch und der Krawatte? Das ist mir egal. Aber ein bisschen plötzlich jetzt. Sonst muss ich noch brutal werden. Im Badezimmer ist Leukoplast, Erwin. Ja. In der Medizinschachtel.
Also eins verstehe ich nicht, dass so ein kräftiger junger Mann sein Geld nicht mit anständiger Arbeit verdient. Schnauze! Geld allein macht auch nicht glücklich. Was sagt denn überhaupt Ihr Frau dazu, wenn sie sich die ganze Nacht rumtreibe? Also ich hätte das dem Erwin nicht erlaube. Ich könnte dir ja was sagen, aber ich tue es nicht. Interessiert mich auch nicht. Pass gut auf dich auf, Erwin. Und nimm deinen Mantel mit, damit du dir nicht wieder Grippe holst. Ja, ja. Und ruf mich gleich an, ja? Du kannst sogar an dein Telefon. Dann lass halt dreimal Leute. Und sei so lieb und deck mich ein bisschen zu, es ist so kalt. Ja. Noch ein Wort und ich dreh durch. Ja. Siehste, der Mann wird nervös. Ich mach das schon. Jetzt machen wir endlich der Plaudertisch zu. So ist brav, ja. Also, dann bist du auch hier. Und wenn der Bäcker schon aufhört, dann bring ich da auch zwei Schweine zu uns, gell? Jetzt hetzen sie doch nicht so. Haben sie auch nichts vergessen? Man könnte meinen, die Polizei wäre hinterher. Die Polizei? Halt! Was machen Sie da? Die Schlüssel. Wir brauchen ja doch wohl die Schlüssel. Oder wollen Sie einen unterirdischen Tunnel in die Sparkasse graben? Du Witzbold. Aber dir wird's Lachen noch vergehen. Na, ich könnte mir auch was Lustigeres vorstellen, als mit Ihnen durch Nachtnebel zu geistern. Also los, bringen wir es hinter uns. Aber leise, sonst weg ist nur der Hund auf. Was für ein Hund? Ein den da, mein Hasso. Keine Angst, der tut ihnen nichts. Aber wenn der bellt, dann weckt er die Frau Fiesler vom Haus Neberhanhof. Und die weckt der Herr Fiesler. Und der alarmiert die Polizei und beschwert sich wegen nächtlicher Ruhestörung. Und dann haben wir den Schlamassel. Also, kein Nix. Los, Moretzius! Und Frau Fiesler macht Ende. Ja, ich weiß, sonst drehe ich sie durch. Hoffentlich springt er an. Der hat nämlich seit neuestem seine Mucke. Aber ich will nichts sagen. 160.000 wie im ersten Motor. Was habe ich gesagt? Der hat's nicht gern. Nachts ist wahr. Ich glaube, er müsse schieben. Und ich glaube, der springt gleich an, sonst gehe Sie nämlich hops. Jetzt rette Sie doch nicht so einen Stuss. Dann sitze Sie mit einer Leiche am Steuer im Auto und die ganze Nachbarschaft hinterm Fenster. Und was dann? Also, wenn Sie heute noch an das Geld kommen wollen, dann schiebe Sie. Auf geht's! Jetzt hätte es aber beinahe den Zug verpasst. Das wäre was gewesen, gell? Na ja, vorsichtig. Und jetzt zur Sparkasse. Aber langsam. Darf ich einen Vorschlag machen? Nein. Na ja, ich meine ja bloß. Wir fahren am besten hinrum, durch die Metzgasse. Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber dann müssen wir nicht über den Marktplatz. Du fährst so, wie ich dir das sag. Jetzt rechts. Aber... Rechts! Das ist eine Einbahnstraße. Na und? Da steht zwar die Straßenverkehrsordnung, aber bitte, für jemand wie Sie ist das ja wohl ein kleiner Fisch, nehme ich an. Oh weh, jetzt hat es geschnattert. Die Polizei! Los, gib Gas! Nix, nix. Viel schneller fährt er sowieso nicht, aber jetzt hast du Ruhe bewahren. Und keine Ballerei, sonst machst du sich und alle möglichen Leute unglücklich. Sie gehen jetzt in volle Deckung und ich riechel das mit dem Hammern. Das steht dem Hammern gerade so passen. Der geht nämlich mal zu Gerzer Kanone ausprobieren. Ja, okay. Hallo, Hermann, was gibt's? Papiere. Also jetzt machen wir kein Fass auf, Hermann. Wir kennen uns doch. Papiere. Papiere. Da, hast du deine Papiere. Wenn du deine Brille absetzen willst, dann kannst du mich auch erkennen, gell? Sie sind in der falschen Richtung durch Einbahnstraße gefahren. So was soll vorkommen. Ich habe die Göde mit den Schülern verwechselt. Also jetzt machen wir keinen Wind, Hermann. Ich will heim. Haben Sie was getrunken?
Kein Tropfen. Hauchen Sie mich mal an. Also, Hermann, hast du da nichts Besseres zu tun, als anständige Bürger zu belästigen? Hauche! Rippchen mit Kraut und Salzkartoffeln. Und Äppelwein. Richtig, aber nur zwei Gläser. Gell? Trotzdem, 20 Mark. Du bist auch nichts Besseres, Herr Direktor. 20 Mark? Das ist ja Wucher. Wiege Larerei. Was machst du um die Zeit überhaupt noch in der Stadt? Das geht dich doch in feuchte Kehricht an, gell? Da. Aber das sorge ich dir. Die hole ich mal wieder. Am Freitag beim Skat. Das werden wir ja sehen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Haben Sie es gehört? 20 Mark. Die will ich wieder haben von Ihnen. Ich mache ja alles mit. Aber dass ich jetzt noch Ihre Eskapade finanziere, das geht zu weit. Sei froh, dass du noch lebst. Da haben Sie auch wieder recht. Deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Das gilt auch für Sie. Unser Herrgott macht doch gar Ausnahmen. Ich rede über, ob die Luft sauber ist. Hinter uns. Der Kasseraum ist da hinten. Haben Sie keine Taschenlampe? Was denn für eine Taschenlampe? Ja, also Ihr Vorgänger war da mir auf Zack. Das kann ich Ihnen sagen. Nehmen Sie eine Taschenlampe, ist doch schon mal schwierig. Ja. Nehmen Sie mal. Ja, leuchten Sie. Nee, sonst kann ich die Kombination nicht sehen. Ja, wie war denn das noch? Warte mal. Was haben wir denn heute? Mittwoch. Der wievielte? Dann geben Sie mal hier. 18.04. So, leuchte. Ja, also 18. links. 4. rechts. Da war doch noch was. Ach so, ja, mein Hochzeitstag. Den nehme ich immer, damit ich ihn nicht vergesse. Sonst macht man mal Frau die Held heiß. 11. links. 9. rechts. Ja. Was ist denn jetzt das? Also nochmal. 18. Links. 4. Rechts. Und dann. 11 links. 11? Warum eine 11? Ich werde doch noch wissen, wann mein Hochzeitstag ist. 12.09. 12 links. 9 rechts. So. Aufgepasst. Na bitte. »44.000 auf der Pfennig. So viel Geld auf einen Haufen habe ich noch nicht gesehen, gell? Also bitte, bedienen Sie sich. Sie brauchen nicht nachzählen, auf die Baumann ist verlassen. Da haben Sie dann Kartage? Also an Ihrer Stelle würde ich die Branche wechseln. Nix, nix, nix. Da hat die Baumann nicht Strichzeug drin. Das sehe ich nicht auffassen, sonst ist mir der Teufel los. Da, nehmen Sie die. Mit der kann ich mich sowieso nicht mehr sehen lassen. Na, da bitte halten Sie doch einmal auf. So. Still. Was ist denn das? Die Polizei. Was? Ja, was haben Sie denn jetzt wieder gemacht? Ach so, Mann. Steht der Kerl mit auf dem Alarmknopf. Da sind Sie da noch zu retten. Na, los jetzt, Mann. Nix wie ab! Ja, wo bin ich hin? Halt! Hinten raus! Oh Gott, wollen wir nicht alles selber machen? Mir sind zwar nur kleine Sparkassen, aber ein bisschen mehr Respekt können wir schon erwarten, gell? Das ist ja abgeschlossen. Ja. Die Taschenlampe bleibt hier. Wo hier jetzt?
Ein Profi sind Sie noch lange nicht. Aufmachen und rein. Jetzt mach mal doch die Scheibe nicht kaputt. Ich komm ja schon. Wo ist er? Also jetzt du, mein Gefalle, Hermann, und steck da Kanonen fort. Erwin, ist da auch nichts passiert? Nein. Ach. Ja, was machst denn du überhaupt hier? Der Hasso hat in einer Tour gebellt, kaum dass ihr weg gewesen seid. Davon ist die Frau Fistler aufgewacht und die hat ihren Mann geweckt und der hat die Polizei gerufen. Der Altmuffkopf. Sei doch froh. Na, um ein Haar wird ihr zu früh gekommen. Und was dann? Der Kerl war doch so eins der Nervenbindel. Also. Was fehlt? Nix. Aber mir fehlen 20 Schmack. Der Stromer hat mich gezwungen, durch die Goethestraße zu fahren. Hol da das Geld von dem, wann erwischst du. Der war bei dir in Ware? Und du hast nichts gesagt? Du hast gut rette. Was dann zum Beispiel? Hä? Bitte, Herr Wachtmeister, schauen Sie mal hinten rein. Da hält sich ein Bankräuber auf. Hä? Wenn du deine Augenbrille nicht aufgehabt hättest, dann hättest du ihn vielleicht gesehen. Aber so, Gottlob, nicht. Du sei vorsichtig. Das ist Behinderung der Staatsgewalt. Ach, so ist es. Ihr spielt Räuber und Gendarm und ich soll gucken, wo ich bleib. Ohne mich. Feigling. Der Erwin ist kein Feigling. Ja, von welchem Feigling? Ich hab schon 3 Banküberfälle überlebt, wo du noch gemütlich Strafzettel verteilt hast. Jetzt hab ich aber die Nase voll. Ich gehe heim. Vorsicht, da muss noch eine Aufnahme gemacht werden, Täterbeschreibung und Spurensicherung. Und vor allem, wie viel fehlt denn eigentlich in der Kasse? Es fehlt nichts. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ja? Nach 3 Überfällen und einer Alarmanlage, die nur funktioniert, weil nichts los ist, da haben wir nur noch mal Gladur im Safe. Zeitungspapier mit Schokoladehundern da oben drauf. Das ist unser Safe. Der Baumann, ihr Strickdiet. Sicher ist sicher.